Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Heute habe ich für euch einen Schokonusskuchen gebacken mit einer Swiss Meringue Buttercreme. Ich habe mich am Dressieren dieser Blümchen das erste Mal versucht, wie mir das gelungen ist, und zeige ich euch später. Im ersten Schritt stellen wir allerdings diese Buttercreme her, und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir 350 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 4 Eiweiß, eine Prise Salz und ein Aroma nach Belieben. Ich habe in dem Fall jetzt Vanillearoma verwendet. Für die Buttercreme habe ich mir ein Wasserbad vorbereitet und dann das Eiweiß und den Zucker gleich in meine Rührschüssel gegeben und lasse mir das Ganze auf 60 Grad erwärmen. Ihr müsst hier immer umrühren, da euch das Eiweiß sonst ausflockt, das ist ganz wichtig. Und wenn diese 60 Grad erreicht sind, dann gebe ich die Rührschüssel auch schon in meine Rührmaschine und lasse mir das Ganze wieder aufschlagen, aber gleichzeitig abkühlen. Hier gebe ich mir dann auch noch die Prise Salz dazu, außerdem das Vanillearoma. Und wenn mein Eiweiß dann steif geschlagen ist, wechsle ich den Haken, also ich gebe dann den K-Haken in die Rührmaschine, gebe dann die zimmerwarme Butter in kleinen Stückchen dazu. Das heißt, ich habe wirklich für diese Buttermenge sicher 10 Minuten gebraucht, bis ich die eingefügt habe, und habe es dann sicher noch einmal ca. 15 Minuten schlagen lassen, bis meine Buttercreme fertig war. Ich habe hierzu die Küchenmaschine allerdings auf Stufe 2 gestellt, also nicht auf höchster Stufe schlagen lassen. Das Ganze soll wirklich schön langsam in das Eiweiß eingerührt werden. Ihr seht hier, das sieht am Anfang noch ein bisschen grieselig aus, das ist gar kein Problem. Einfach weiter schlagen lassen, das hat dann sicher noch einmal 15 Minuten gedauert, bis das Ganze dann so ausgesehen hat. Wenn ihr so wie ich vorhabt, Blümchen zu dressieren, dann wäre es wirklich ein Vorteil, wenn ihr die Buttercreme zwischenzeitig in den Kühlschrank stellt. Wenn die nämlich zu weich ist, tut ihr euch unheimlich schwer und euch rinnt das auch irgendwann einmal davon. Für die Zubereitung des Schokonusskuchen benötigen wir folgende Zutaten: 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, Vanillearoma, 6 Eier, 250 Gramm Nüsse, 200 Gramm Schokolade, 125 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, ein bisschen Zimt und den Saft einer halben Zitrone. Bei den Nüssen bleibt ganz euch über, was ihr da verwenden wollt. Ihr könnt auch Mandeln verwenden, also ganz egal. Sie müssen nur gerieben sein. Im ersten Schritt gebe ich mir, ähnlich wie bei einem Biskuit, die Eier, den Zucker und die Prise Salz in die Küchenmaschine und lasse das ganz schaumig aufschlagen. Wenn meine Eimasse dann so aussieht, siebe ich mir im nächsten Schritt auch schon das Mehl unter die Masse mit dem Backpulver, hebe das ganz leicht unter, bevor ich dann die geschmolzene Schokolade, die Nüsse mit dem Zimt und auch die zerlassene Butter unterhebe. Ich habe mir die Schokolade hier in der Mikrowelle schmelzen lassen, das geht am einfachsten. Habe den Zitronensaft jetzt auch noch zur Masse dazugegeben und wie gesagt, hebe mir das ganz vorsichtig unter, damit eben so wenig wie möglich der eingeschlagenen Luft aus dem Teig wieder rausgeht. Ja, und dann kommt meine Masse auch schon in eine Springform. In dem Fall habe ich eine 24er Springform verwendet, habe den Boden mit Backpapier ausgelegt und habe das dann bei 180 Grad 60 Minuten backen lassen. Macht hier bitte unbedingt die Stäbchenprobe. Und so sieht mein fertiger Kuchen aus.
Nachdem mein Kuchen nun abgekühlt ist, schneide ich ihn mir zweimal mit meiner Tortensäge durch und beginne dann auch schon mit der Füllung. Und zwar habe ich hier ganz dünn die Swiss Meringue Buttercreme aufgetragen und gebe mir dann ein bisschen Erdbeerchili drauf, bevor ich dann den mittleren Boden auflege und das Ganze wiederhole. Im Anschluss daran streiche ich mir auch die Ränder und den Deckel mit der Buttercreme ein und stelle das Ganze dann für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit habe ich mir dann den Rest der Buttercreme in drei verschiedene Farben gefüllt, beziehungsweise vier. Und zwar ist das so ein Gelb, so ein Pfirsich-Orange und ein Rosa. Das Rosa verfälscht hier im Film leider ein wenig. Und fülle mir das dann in meinen Spritzbeutel. Und zwar wollte ich so eine schattierte Variante der Blüten haben und habe das aus dem Grund so am Rand zuerst glatt gestrichen, bevor ich in der Mitte die Buttercreme gefüllt habe. Und beginne eben nun meine ersten Blümchen zu drehen. Hier braucht man wirklich ein bisschen Übung dazu. Also wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gemacht und es macht wahnsinnig Spaß, keine Frage, aber ich glaube, dass die Ergebnisse noch schöner sein könnten. Trotz alledem bin ich fürs Erste ganz zufrieden. Ich zeige euch hier zwei, drei Blümchen, wie ich die gemacht habe. Also einen kleinen Querschnitt davon. Wenn ich das Ganze dann einmal besser beherrsche, werde ich vielleicht auch gerne mal ein eigenes Video davon machen. Es ist halt zum Unterschied zu den Zuckerblumen, geht das halt wahnsinnig schnell, wenn man das beherrscht, weil das wirklich sehr schnell aufdressiert ist. Ich habe mir hier auf so einen, ich weiß nicht, nennt man das Blütennagel oder so irgendwie, ich habe keine Ahnung, ein bisschen einen Klecks Buttercreme drauf getan und dann ein Stück Backpapier und auf dem dressiere ich mir das eben. Danach habe ich die Blümchen dann für ein paar Minuten in den Gefrierschrank gestellt und beginne nun meine Torte mit den Blümchen zu dekorieren. Den letzten Teil von der Buttercreme habe ich mir eben im Grün gefärbt und habe zuerst hier eine kleine Blatthülle drauf getan, spritze mir hier ein paar kleine Blättchen auf, habe die Tülle dann gewechselt und habe auch noch ein paar größere Blättchen drauf getan. Es macht wirklich total viel Spaß. Ich werde da sicher noch einige Projekte dazu machen. Ja, und so sieht meine fertige Torte dann im Endeffekt aus. Bei zwei, drei Blümchen habe ich mir dann noch Zuckerperlen in die Mitte gesetzt. Für den ersten Versuch bin ich dann mit meinen Blümchen doch recht zufrieden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Filmchen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Natürlich könnt ihr unseren Kanal wie immer auch gerne kostenlos abonnieren.
Wenn ihr Fragen habt oder auch Tipps für mich bezüglich der Butterblümchen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst bzw. mich auch gerne auf Facebook kontaktiert. Dort könnt ihr mir auch gerne Fotos von euren süßen Leckereien posten, das würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen, falls ihr den Kuchen nachbackt. Lasst mich wissen, wie es euch dabei ergangen ist und wie er euch geschmeckt hat. Und ansonsten wünsche ich euch für heute alles Liebe. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, baba.